Wieso komponiere ich Musik, ist eigentlich noch eine schwierige Frage, weil es hat sich einfach ergeben. Es ist verschieden. Die einen sind eine Zangengeburt, da spürt man irgendwie den Text aufs Papier und man fängt an zu schreiben. Und es fließt und fließt und plötzlich ist es fertig, es gibt nichts mehr. Und dann ist das wie auch ein Teil vom ganzen Prozess. Manchmal braucht es mehr Anläufe. Und ab und zu ist es einfach so reif, dass es einfach nur flutscht und dann läuft es. Und man kann es weglegen, wenn man eine andere Arbeit hat. Man kann es aufnehmen und es geht einfach immer weiter. Dann ist dann eben das Tedeum. Das durch ganz in die Stille rein. Also so ein bisschen gregorianisch. Quasi, ja. Vom Duktus her, oder? Jetzt ist es da oben. Oh ja, das ist schon ein bisschen vor. David Fior ist ein Dirigent, Sänger, Gesangspädagoge. Und er dirigiert Laien- und Profi-Ensemble. Und wir haben miteinander vor einem Jahr das Concerto Vocale gegründet, in der Absicht, vor allem auch zeitgenössische Musik aufzuführen. Und wir sind engagierte Laiensänger, die alle schon lange singen, viel singen, auch Gesangsstunden nehmen. Ich denke, es sind alles Leute, die Freude haben an moderner, zeitgenössischer Musik. Also wir rechnen mit einem vierstimmigen Ensemble und da möchten wir gerne pro Stimme 6 Leute, weil eines von diesen Stücken, die Maria Amadea für uns komponiert hat, ist für einen Doppelchor, also das heisst, es wäre 8-stimmig. Also 3 Leute pro Stimme. Ja, es ist eine Musik, die sich mit unserer Zeit auseinandersetzt, die etwas zu tun hat mit unserer Zeit. Das zum Erklingen bringen und sich mit dem auseinandersetzen, das ist für uns alle extrem spannend. Und vor allem auch jetzt die Sachen von Maria Amadea uraufzuführen. Also etwas, das nur in der Vorstellung und auf dem Papier bestanden hat, wirklich zum Klingen bringen mit all diesen Klangfarben, die Singstimmen und Instrumente haben. Das ist etwas Wunderbares. Das erste Mal eigentlich zum Klingen zu bringen. Also es ist natürlich schon, eben, wenn das plötzlich lebt, die Musik, die man in sich hinein gehört hat oder in sich hinein gesehen hat, dann plötzlich kommt man dir wieder als Geschenk rüber. Und ich bin einfach da und dachte, habe ich jetzt das geschrieben? Das habe ich geschrieben. Man ist so berührt irgendwo.